379, die sind noch weniger geworden. Was ist hier denn los? Naja, ist okay. 517, du bist auch nicht überzeugend im Moment. Das ist wahrscheinlich, weil ich so viele Produkte nachbestellt habe jetzt, ne? Ja, komm, dann gehen wir noch einen Tag hier rein, füllen die Hosen auf. Helfen mit dem Laden mal ein bisschen wieder zurück auf die Beine. Der hat ja auch ein bisschen Geld noch. Dann können wir direkt das Mindestlager ruhig auch erhöhen, damit der Laden hier voll wird. Das ist ja super traurig, der Laden hier noch, ja? Das muss man einfach sagen, der Laden ist halt traurig. Ja, danke für die gigantische Lieferung. Ich wollte gerade sagen, ich habe schon befürchtet, dass für die Lieferung schon nicht genug Platz ist. Dann müssen wir mal eben gucken, dass wir die Lieferung hier irgendwie unterbringen. Meine Mitarbeiter helfen Ihnen gerne und. Ja, jetzt ist natürlich kein Kassierer da, ne? Das ist natürlich auch super. Pack die Sachen aus. Ach, wenn jetzt wieder nicht alles geliefert werden konnte, ne, dann ist es zu spät. Ich habe zu spät realisiert, dass ich keinen Kassierer habe. Ach, verdammt. Das ist immer so ärgerlich, wenn nicht genug Platz ist, weil jetzt geht er das zweite Mal weg und er kommt kein drittes Mal. Jetzt weiß ich aber wieder nicht, welche Ware nicht gekommen ist und welche doch gekommen ist. Das ist immer so ein bisschen blöd. Also doof, dass ich jetzt die Kasse machen muss. Doof, dass außerdem der Kassierer nicht da ist. Wann kommt denn der nächste Kassierer? Kommt keiner mehr, ne? Ach, das ist doch doof, ey. Naja, ich meine, die kurzen Hosen müsste sie eigentlich easy auffüllen können. Wenn sie nicht lieber Pause macht. Aber das weiß man bei meinen Mitarbeitern leider immer nie. Ja, komm, nimm die Hose mit, die du da klaust. Ich kann es jetzt eh nicht ändern. Mann, 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 Mann. Blöd, dass ich noch nicht genug Sicherheitspersonal habe. Aber Mia, du hast alle Hände voll zu tun, ne? Ich will jetzt hier dich nicht faulenzen sehen. Ja, gerade wenn das Lager voll ist, musst du Sachen verteilen. Ich weiß, die langen Hosen kannst du nicht verteilen, weil es dafür noch. Ja, das war die Hose. Kannst du mir auch hier was rumschmeißen? Ja, Mia arbeitet ja. Ich will Mia ja auch behalten. Ich möchte nicht, dass sie kündigt. Null neun. Ich hoffe, dass jetzt um 11 dann ein Kassierer kommt, weil sonst bin ich am. Also ich wäre schon ganz froh, wenn ich jetzt abgelöst werde von einem Kassierer. Ja. Sinnvoll. Okay, da ist bestimmt ein Kassierer bei. Ja, gut, perfekt. Dann kann ich nämlich hier die Kasse zumachen. Und anfangen, Hosen zu verteilen. Ja, auch hier fangen wir lieber unten an, weil ich glaube, unten sind die teuren Hosen. Aber wir nehmen natürlich nicht nur die teuren Hosen, das wäre ein bisschen sehr doof. Aber schon so ein paar. Bisschen was kann man ja auch ruhig nehmen, was teurer ist, ne? Damit wir hier den Laden mal ein bisschen mit Sachen füllen. Es kann ja nicht wahr sein, dass dieser Laden so unglaublich sad ist mit den Artikeln. Wollen wir hier noch eine 10er Hose?
Überall, wo eine 10 dran ist, die können hier tendenziell aufgehangen werden. Machen wir nämlich mal hier, dass der Laden nicht mehr ganz so super traurig aussieht, ja. Und ja, ich fand den Laden vorher sehr, sehr traurig. Sind hier keine Zehner mehr? Das ging aber schnell, die zu verteilen. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil nicht alle angekommen sind mit der Lieferung. Oder weil das Lager immer voll ist und und irgendwer nicht auspackt. Wie viel ist denn da noch eingepackt? Ja, musst du auspacken hier. Hopp, 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 hopp hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich weiß, dass hier voll ist. Muss ich halt noch ein Regal kaufen. Irgendwann. Ja, komm, ich kaufe ein neues Lager. Hier noch ein neues Regal dafür. Das kann so nicht weitergehen, weil es wird ja. Ich werde ja mehr Ware bestellen. Das wird ja nicht dabei bleiben. Ich werde ja noch hier. Ich möchte ja Schuhe und so auch noch bestellen. Wie mache ich das denn, wenn das alles voll ist immer? So, eigentlich müssten hier jetzt noch mehr Hosen übrig sein, die ich platzieren kann. Ja, diese hier ist, glaube ich, auch noch da, ne? So, bei mir geht es jetzt darum, dass dieser Laden nicht mehr so traurig ist, wenn man reinkommt. Hier haben wir nur eine kurze Hose dran hängen. Habe ich inzwischen lange Hosen? Habe ich noch drei Stück irgendwie, damit ich das ausgleichen kann? Mich würde es freuen. Aber es sieht nicht so aus. Weil jetzt dürfte das Lager eigentlich passend sein. Und es müsste eigentlich auch alles ausgepackt sein jetzt, ne? Ja. Ist es auch. Ja, hier ist natürlich auch jetzt Weltuntergangswetter. Und jetzt muss ich nochmal eben ganz schnell gucken, wie viele Schuhe hier drauf passen. 4 Stück. Gut. Also 4, 8, 12, 16, 20. Denn wir wollen hier ja natürlich auch, das soll ja auch nicht mehr traurig aussehen hier. Also es ist im Moment noch ein sehr trauriger Laden, Tatsache. Ich hätte nicht gedacht, dass der so unglaublich traurig aussieht. An den Hosen ändere ich jetzt erstmal nichts, weil da weiß ich nicht, wie viel ich noch habe. 2 Mails. Leo möchte mehr Lohn haben. Wo habe ich denn den guten Leo? Pff. Leo, Leo, Leo. Guten Tag, Leo. Gehalt neu verhandeln? Ja, bekommst mehr Lohn. Ich muss eigentlich Chemie anfangen, aber ich habe gerade irgendwie keine Lust, aber ich muss, weil ich morgen. Ja, nach dem Stream wollten wir doch auch sowieso darüber quatschen, oder nicht? Dann kannst du doch jetzt so ein bisschen vorbereitend wirken und dann gleich einfach ganz entspannt und den Stream ein bisschen genießen. Und wir schnacken dann ja sowieso darüber. Verkäufer brauche ich noch ohne Ende, Sicherheit brauche ich noch. Einfach alles. Aber ich habe auch nur eine einzige Bewerbung hier, das ist natürlich auch ein bisschen sehr traurig. Na komm, für was? Du willst für 8 nicht arbeiten? 10. Ah, sehr schön. Dann möchte ich, dass du bitte samstags musst du da sein für die Kasse. Und zwar bis 10. Dann machst du da einmal die Pause. Wenn du am Samstag da bist, dann hast du viel frei zwischendurch. Das ist mir auch klar.
Aber ist doch auch nicht schlecht, wenn man mehr frei hat, ne? Da beschwert sich schon über frei. So, 12.000 haben wir noch. Ja, das bestellen wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch 9.000. Und wir haben jetzt bestellt gerade mal 246 Artikel. Das ist mir ein bisschen wenig. Wir bestellen Schuhe. So, 20 Stück bestellen wir. Wir haben vier, also mit anderen Worten 5 von jedem, genau. Das sollte eigentlich aber nicht so das Problem sein, ja? Da wollen wir doch mal gucken. Eins. Zwei. Drei. Vier und fünf. Und davon können wir auch jeweils direkt 10 bestellen. Eigentlich, das sollte für das Lager nicht das Problem sein. So, weiter geht's. Hier fangen wir auch mal ruhig unten an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, weiter geht's mit den Stilfoilen. Fangen wir oben an. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die Sportschuhe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr schön, damit haben wir. Boah, Schuhe sind teuer. Aber damit haben wir auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen. Und jetzt müsste es dem Laden eigentlich wieder besser gehen. Und wenn nicht, dann machen wir es ja gleich nochmal. Der arbeitet ja, wenn das akzeptiert. Jeder kann seinen Lohn hier, ne? Also, wenn man bei mir mehr Geld haben möchte, dann fragt man mich, ob man mehr Geld haben möchte. Und dann bekommt man auch mehr Geld von mir. Das ist, man muss mich ja nur nach mehr Geld fragen. Ich habe noch zu keinem Mitarbeiter gesagt, nee, du kriegst nicht mehr Geld. Habe ich noch zu keinem einzigen Mitarbeiter gesagt. Jeder, der mich bis jetzt gefragt hat, so, ey, Chef, kann ich mehr Geld haben? Habe ich gesagt, ja, kriegst du, gerne. Wenn man mich nicht nach mehr Geld fragt, bekommt man auch nicht mehr Geld. So, let's go. Wir führen Schuhe und Hosen ein. Ja, dann bist du gefeuert, leider. Ja, guten Tag. Sie dürfen einmal bitte. Das wird eine Menge sein, ne? Oh ja. Es ist sogar so viel, dass er zweimal kommt. Das ist nicht gut. Jetzt müssen meine Leute da auspacken. Du frech sagst. Warum bin ich denn jetzt frech?
Oh, das ging zu schnell. Ich wollte gerade sagen, sind wir wieder mit Sachen mitten, ne? Ja. Und warum kommt er denn auch innerhalb von 2 Sekunden zweimal hintereinander? Dass ich dann noch nicht fertig bin mit Auspacken, ist doch klar. Ich hoffe, Leo arbeitet gut. Denn ich brauche ganz dringend. Ich muss hier auspacken, damit ich die Schuhe gleich auch wirklich machen. Ich arbeite auch nur 3 Stunden. Nee, du arbeitest, wenn du für mein Unternehmen arbeitest. Ach, Scheiße. Ich mach doch das nicht. Da kann ich ja nichts für. So. Aber nicht weniger. Du kannst ein Komma zwischen die 4 und die 2 setzen, dann können wir drüber reden. Genau, und jetzt teilst du einmal durchziehen. Mein Unternehmen macht sowieso schon Minus, weil ich so viel Geld für meine Mitarbeiter bezahle. Ich multipliziere lieber. Ja, dann multipliziere bitte mit 1/10. Das ist kein Problem. Also, ja, mit ganzen Zahlen, dann multipliziert mit minus 1. Das ist ja noch besser. Natürlich in Zahlen, dann multipliziert mit 0. Das ist alles immer wunderschön. Also. Wenn du mir solche Aussagen gibst, da finde ich Zahlen, mit denen ich gut arbeiten kann. Du weißt doch, in der Mathematik muss man sich präziser ausdrücken, Lucy. Nehme ich raus. Okay, schon klar. So funktioniert das nicht. So, lässig. Sneaker. Der hätte ich gerne die hier vorne, weil die sehen, glaube ich, gut aus da vorne. Stilvoll. Sport. Lässig. Sneaker. Stilvoll. So, weiter geht's. Lässig habe ich noch welche, naja. Sneaker habe ich auch noch welche. Stilvoll habe ich auch noch welche. Und Sport habe ich auch noch welche, aber ich glaube, danach wird es mau, ne? Ja. Weil er ja leider wieder ein bisschen was an Ware mitgenommen hat, der Gute. Nee, ich möchte noch, muss noch ein bisschen, ich muss noch ein paar Artikel hier verteilen. Ich kann Ihnen nicht helfen, leider.
Und zwar kann ich noch lässig und Sneaker, glaube ich, kann ich noch platzieren, ne? Ne, ich kann nur lässig platzieren. Das ist natürlich sehr doof. Und Stilvoll kann ich auch noch platzieren. Okay, lässig, stilvoll und Sport auch nochmal. Nee. Dann weiß ich, was mit der Lieferung nicht gekommen ist. Sehe ich aus, als hätte ich gerade eine Minute? Nein. Ich möchte diesen unglaublich traurigen Laden nicht mehr so traurig machen. Ich habe gerade keine Minute für sie. Definitiv nicht. So. Und genau das meine ich mit dieser Laden. Der hat jetzt gar nichts von den anderen Unternehmen, von den anderen Läden bekommen. Der läuft einfach für sich selber und ich kann Artikel bestellen, bis ich grün werde. Das finde ich richtig gut. Ist noch was zum Auspacken da oder ist inzwischen alles ausgepackt? Das ist inzwischen alles ausgepackt. Es wird halt sowieso jetzt bald kommen, hier das neue Lager, ne? Also machen wir ruhig hier direkt. Sind wir nett für den Laden, der ist, läuft ja auch gut. Geben wir ihm ein größeres Lager. Wir brauchen noch eins, oh Gott, zwei, drei, vier Schuhe von jedem, sechs Schuhe von jedem noch. Dann haben wir die Schuhe komplett fertig. Habe ich hier die vierte Hose nicht platziert? Die ist nicht angekommen, okay. Oh, der Tag ist schon zu Ende. Warum ist der Tag schon zu Ende? Ich wollte doch noch zählen, wie viele Hosen ich brauche. Warum ging das jetzt so schnell? Mein Gott! Finn Jäger braucht mehr Gehalt. Er bekommt mehr Gehalt. Wo habe ich dich denn, Finn? Finn, 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 Finn. Wo bist du? Apropos, Jonas, kannst du eigentlich auf eine Schulung gehen? Guck mal hier, ich schick dich mal auf eine. Guck mal hier, du bist jetzt einfach mal auf einer Schulung. Warum denn auch nicht? Ist doch cool. Ich wollte irgendwie mehr Geld geben, glaube ich. Ne? Jetzt habe ich 100 einfach ausgegeben. Wo habe ich denn Finn? Finn, 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 wo bist du? Finn. Da. Zwölf. 13. Sehr schön, danke, Finn. So, dann stellen wir mal ein. Weil Mitarbeiter brauche ich ohne Ende. Auch in diesem Laden. Dann noch die letzte Person bitte noch einmal einstellen. So, perfekt. Dann wollen wir noch mal gucken, wie das denn aussieht. So, was kannst du denn überhaupt? Marketing kannst du. Das sieht doch gut aus. Marketing brauche ich. Ja, du könntest Samstag ruhig, auf meinen falschen Knopf gedrückt, Samstag ruhig arbeiten. Dann haben wir nämlich Samstag auch ein bisschen mehr Marketing am Start. Deine Pause machst du um 15, ja? So, Jason, was kannst du?
Kasse und Artikelhandhabung. Jo, dann kannst du Freitag übernehmen bis 21 Uhr, finde ich. Du hast dann Pause um 17 Uhr und du machst den ganzen Tag Auffüller. Am Freitag aber bist du da, das heißt, du arbeitest dann diese Tage. So, was kannst du? Du kannst Kasse. Brauche ich überhaupt noch Kasse? Ja, ich brauche noch Kasse. Jonas arbeitet bis 21 Uhr üblicherweise. Das heißt, du kannst die Kasse machen von 4 bis 13. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst, an welchen Tagen du arbeiten musst. Das ist natürlich auch sehr schlau gewesen, ne? Von 4 bis 12. Bis 13 wäre eine Stunde zu viel. Das möchte ich hier keinem antun. Ich glaube, du musst so arbeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe einfach. Ja, perfekt. Gut. So. Dreitausend sind noch übrig. Ja, ist eigentlich egal, ne? Wir fangen mal von oben an, ruhig. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Denn das sind die Schuhe, die noch fehlen im Bereich lässig. Aber Schuhe sind teuer, ne? Ja, leider. So, jetzt sagen wir erstmal, das reicht für das Bestellen hier. Jetzt wollen wir mal gucken, dass entweder wir wieder in den Laden. Ja, Konzern in finanzieller Gefahr, bla bla bla. Wenn die alle wüssten, was ich hier für Umsätze mache eigentlich, ne? Nur weil ich gerade. Das ist jetzt halt, weil dieser Laden 29 pro Tag gerade nur macht. Nein, das ist, weil. Der Laden gerade so viele Kosten hat, weil ich so viel mit dem Laden ausgebe, weil ich so viel in den Laden rein investiere, geht natürlich viel Geld flöten, weil ich natürlich viel Geld für Ware ausgebe und so. Und da meckert der Konzern gerade, dass ihm das Geld fehlt. Allerdings haben wir hier einen Laden, der mal eben, ja, und das ist nur einer. Also wir haben noch einen zweiten Laden, der auch richtig gut läuft. Von dem könnten wir das auch eben ab easy abzwacken. Aber so ist es auch okay. So.